Vorbereitungen für die Ferien- und Freizeitmesse in der Olmenhalle St. Gallen sind im vollen Gang. Es soll auch eine Werbefläche sein für Ferien in der Schweiz. Wir haben bei uns auch eine Sonderschau Bündner Perk. Die zeigen auf, wie man vielleicht mit einem Tagesausflug, aber auch mit vielleicht Kurzferien oder schönen Familienwanderferien im Nationalpark relativ nahe auch schon kann seine Freizeit oder eben ein paar Tage verbringen. Auch das Zelten und das Campieren steht hoch im Kurs. Wir haben hier bei uns mit der OCA, wo ja zum 58. Mal bei uns die Ostschweizer Camping-Ausstellung stattfindet, eine gute Symbiose. Und da merken auch sie, wie immer mehr Junge auch wieder Interesse haben und sich dort informieren. Dass die Leute wieder vermehrt auf den Zeltplatz gehen, hat seine Gründe. Zurück zu der Natur, sich auch wieder draußen mehr bewegen, frische Luft haben. Wir sind alle sehr auch computerlastig unterwegs und ich glaube, der Ausgleich wird gerade auch von den Jungen sehr gesucht. Für die Aussteller bietet sich die Chance, auch mal auf eine andere Art mit ihren Kunden in Kontakt zu kommen. Einer davon ist der Jürg Waldvogel. Er hat auch gerade einen konkreten Tipp. Also was ich wirklich muss sagen, das ist halt auch eine Destination, wo man leider im Moment vergisst. Aber ich bin selber im September in Ägypten gewesen, wo natürlich kulturell sehr viel bietet und auch Strand. Also, und sehr günstig. Also du kommst wahnsinnig viel über fürs Geld jetzt in Ägypten. Das wäre zum Beispiel eine Variante, wo ich einfach denke, wo es wichtig wäre, dass man Vorurteile würden abbauen bei uns. Also weil man wird quasi auf Hände treibt, ja. Für gewisse Destinationen rotet er aber auch ab. Der Nahen Osten so viel bietet und ich mir versuche jetzt mit aller Kraft eigentlich diese Destinationen die Stange zu heben, ist einfach wirklich, also bei uns muss ich sagen, praktisch nicht präsent. Ein weiteres Highlight soll die G-Rail werden. Damit die in Betrieb genommen werden kann, wird extra lastwagenweise Schnee vom Sentis her chauffiert. Im Moment ist es zwar noch ziemlich einsam auf dem Olmagelände, aber vom 19. bis am 21. Januar wird das ganze Haufen Besucher haben.